Halleluja, oh Gloria, ein gesegneter Morgen, liebe Geschwister, herzlich willkommen in Jesu Namen. Was für ein Privileg, dass wir diesen Tag mit dem Herrn beginnen dürfen, dass er uns so in Kraft und Freude führt, auch der du zu Hause ganz gemütlich unter die Decke bist. Der Herr segne dich ganz herzlich willkommen in Jesu Namen. Öffne deine Bibel in Johannes Evangelium, Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4. Ab Vers 15. Die Frau sagte zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Und Jesus sagte zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte ihr: Du hast gut geantwortet, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Insofern hast du die Wahrheit geredet. Vater, wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für diesen gesegneten Morgen, wir danken dir, dass du ein Gott bist, Herr, der uns liebt, Herr, und der Hoffnung für Hoffnungslose gibt, Herr. Oh komm, Herr Jesus, durch deinen Heiligen Geist, führe uns heute in deinem Wort, Herr. Wir danken dir, dass dein Wort ist wahrhaftig und deine Zusagen sind gewiss, in Jesu Namen. Amen. Und Amen. Ich liebe diesen Text von Johannes 4. Ich finde, das ist einer der schönsten Geschichten über Hoffnung für Hoffnungslose. Die Bibel berichtet uns, dass am Anfang von Kapitel 4, als Jesus erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr zu Jüngern macht und tauft als Johannes, verließ er Judäa und geht wieder nach Galiläa. Aber er sagt, aber er musste durch Samarien ziehen. Und da, wo er müde ist, setzt er sich an einen Brunnen. Die Jünger gehen Essen kaufen und da kommt eine Frau zu ihm. Eine Frau, die den wahrsten Sinn des Wortes ein hoffnungsloser Fall ist. Eine Frau, die durch welchen Umständen auch immer in eine Situation gekommen ist, wo du nicht rauskommen kannst. Portugiesisch haben einen Ausspruch, der sagt, wenn du rennst, greift er dich, wenn du bleibst, tötet er dich. Und diese Situation war bei dieser Frau. Sie hatte keinen Ausweg. Wie es alles angefangen hat, wusste sie vielleicht sie selbst nicht mehr. Einen sehr ungünstigen familiären Zustand, wo viele Dinge in ihrem Leben vielleicht Rebellion gebracht haben, wo sie früh abgehauen ist und vielleicht hatte sie sehr viel im begabten Körper, wo die Männer immer auf sie rauf und das fing an, eine Beziehung und die klappte nicht und die nächste nicht. Und irgendwann war sie in diesem Teufelskreis drinnen, wo sie nicht mehr raus konnte. Es gab keine Chance. Und wenn du so einen Ruf hast in einer kleinen Community, in einem kleinen Dorf, da bist du fertig. Da kannst du machen, was du willst. Du bleibst mit diesem Ruf. Und als Frau in der damaligen Zeit, und als eine Frau, die allein ist, und damals hat es durch die ganzen Gesetze, hat Moses es auch erleichtert, die Scheidung, und so geschahen Scheidungen sehr viel. Und diese Frau, sie war in einer Situation. Und die Bibel sagt, und sie geht in den Brunnen Wasser holen, in eine ungünstige Zeit, weil das damals nicht gewohnt war. Und dann ist diese Angst, da ist wieder ein Mann alleine am Brunnen und dann noch ein Jude. Und die Juden, die waren bekannt bei den Samaritern, dass sie sehr klar mit dem Finger zeigten und anklagten. Und sie noch, die schon selbst von in ihren angeklagt wurde, durch ihren Ruf wahrscheinlich. Eine Frau in einer Situation, wo sie verachtet, wo sie über ihr getratscht wurde, sie war im Mund von jedem Einzelnen, wo sie schlecht über sie redeten. Sie kommt aus dieser Situation nicht raus, jetzt trifft sie diesen Mann, alleine und noch ein Jude. Bestimmt ist sie sehr oft missbraucht worden schon, in so einer Situation, alleine. Und da kommen all diese Gedanken oft hoch. Und sie will Wasser holen, auf einmal spricht dieser Mann sie an, aber auf einmal einen ganz anderen Ton, als sie gewohnt ist. Er bittet. Und so beginnt ein Gespräch mit diesem unbekannten Nazarener, der am Brunnen von Jakob saß. Ich bin begeistert, wenn ich sehe, wie Jesus und Vers 7, da kam die Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie erbittest du als Jude etwas zu trinken von mir? Eine samaritische Frau.
Denn die Juden hatten keinen Umgang mit den Samaritern. Hier ist die Antwort, wenn du wüsstest und erkenntest die Gabe Gottes und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und so beginnt ein Gespräch. Und ein Gespräch in Bezug auf das, was Jesus Christus ist. Und die Frau sagt, super, das ist ja wunderbar. Also, wenn du dieses lebendige Wasser gibst, also dann brauche ich nicht mehr schöpfen kommen, dann gib mir dieses Wasser. Und Jesus, willst du dieses Wasser? Und dann kommt er mit dem Finger in der Wunde. Geh, hol dein Mann. Kennst du diese Fragen, die dir einfach kalt im Rücken runterlaufen? Diese Fragen, die dir erinnern an deine Vergangenheit und all das Schlimme, was geschehen ist? Wo du zaghaft antwortest und sie antwortet ein Teil der Wahrheit. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus schaut sie liebevoll an. Und anders als die Pharisäer, die Sadduzäer oder selbst die Priester von den Samaritern mit Anklage, sagt er zu ihr, du hast gut geantwortet. Oh boy. So eine Antwort hat sie wahrscheinlich noch nie gehört. Du hast gut geantwortet. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. In einer Antwort hat er sie 2-mal gelobt. Ich glaube, so viel Lob hat sie in ihrem ganzen Leben nicht bekommen. Und sie hat ihr nicht die ganze Wahrheit gesprochen. Ich sehe eins, Jesus ist nicht da, um dich bloßzustellen. Jesus ist da, um hoffnungslose Hoffnung zu geben. Ah, Geschwister, was für wunderbare. Und sie weiß, ich stelle mir vor, sie weiß nicht, was sie sagen soll. Und sie sagt, hey, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Sie lenkt das Thema ab, stelle ich mir vor. Es war zu peinlich. Sie fängt an, über theologische Fragen zu diskutieren. Das ist etwas, was immer gut ist. Wenn du in Situationen bist, wo die Menschen dich ertappt haben, fang eine theologische Diskussion an. Und Jesus steigt in diesem Boot ein. Er geht auf ihr ein. Und er spricht über die Anbetung, aber am Ende kommt er wieder zurück. Und wo sie redet über den Messias, sagt er, ich bin es. Ah, Geschwister, was haben wir für einen wunderbaren Jesus? Was haben wir für einen Gott? Er kommt und er kommt nicht mit Anklage. Er ist die Wahrheit, aber er ist die Wahrheit mit Liebe. Aber er bringt ihr die Überzeugung von der Sünde, damit sie geheilt werden kann. Sie sagt, gib mir von diesem Wasser. Und Jesus, aha, du möchtest dieses Wasser. Also, jetzt müssen wir tiefer einsteigen. Ah, Geschwister, Jesus liebt uns so sehr. Unsere Vergangenheit oft ist uns so peinlich, aber wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Unabhängig, wie die Vergangenheit war, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Interessant ist es, dass sehr oft in vielen Situationen unseres Lebens, diese Frau hat ein langes Leben gehabt und Gott hat irgendwie vorher nicht eingegriffen. Ich sehe das im Leben von Josef. Josef war ein Mann, der total Gott gehorsam war. Und er ist von seinen Brüdern gehasst. Er wird von seinen Brüdern ein Mordversuch, wo sie ihn verkaufen. Und die Bibel sagt, Gott war mit Josef, aber er endet nicht sein Schicksal. Er kommt in einer Gefangenschaft, in einer Sklaverei. Und dieser Bibel sagt, Gott war mit ihm, dass ihm alles gelingt. Aber er war trotzdem ein Sklave. Und er kommt dann im Gefängnis, er wird ungerecht angeklagt und Gott greift nicht ein. Gott greift nicht ein. Wie oft in unserem Leben, na, Gott greift nicht ein. Gott greift nicht ein. Wieso greift Gott nicht ein? Wenn Gott mit mir ist, wieso passiert das? Wenn wir das Leben von Josef betrachten in 1. Mose 45, dann sehen wir 2 interessante Aspekte. In Kapitel 45 gibt er sich zu erkennen, nachdem all das Schlimme passiert ist, wo sie ihn verkauft haben und jetzt ist er der Vizepharao. Und die Bibel sagt, und er ist emotional so laut. Und Josef sagt zu seinen Brüdern, Vers 3, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie sich. Vers 4, Josef aber sagte zu seinen Brüdern, kommt näher zu mir. Kommt näher. Es gibt Momente, wo etliche Situationen du nicht
Du brauchst eine Nähe, damit du diese Beziehung wiederherstellen kannst. Er sagt, sie hat nicht verstanden. Er sagt, okay, dann kommt näher. Und dann Vers 15. Und er küsste alles deine Brüder und weinte über ihnen. Er ruft sie näher. Umarmen, küssen und weinen. Es gibt eine Etappe, ohne der du von deinem hoffnungslosen Fall, von deiner Depression nicht rauskommst. Und die Brüder, sie sind noch ganz erschrocken. In Kapitel 15, in Kapitel 50, Vers 20, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Es sind zwei Aussagen, die irgendwie konträr sind. Was stimmt? Ihr gedachtet böse, Gott gedachte gut. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist das, ihr gedachtet böse ist der Fakt. Gott gedachte gut ist die Interpretation. Ihr gedachtet es böse, das ist der Fakt. Gott dachte es gut. Das ist wie der Geist Gottes Josef es gab in Bezug auf den Text. Nach dem Motto, ihr hattet böse Absichten, aber preist den Herrn. Gott hat das gebraucht, um das Leben unserer Familie zu erhalten. Ich finde es gigantisch, in was für einer Dimension Josef hineinkommt und das hineinbringt. Wir sind eine multikulturelle Gemeinde und wir arbeiten sehr viel mit Übersetzung. Und Übersetzung ist etwas, was sehr wichtig ist, damit das Wort richtig ankommt. Und ich habe etliche Sachen über Übersetzer gelernt. Wenn ein Übersetzer, wenn ein Satz gesprochen wird, 10 Sätze gebraucht, um diesen Satz zu übersetzen, da tut er immer sehr viel eigenen Senf hineinschwenken. Oft machen wir das mit unserem Leben. Da ist etwas, was passiert ist. Es ist schlimm in deine Kindheit. Aber wir interpretieren das so hinein, ja Mensch, was für ein Schwierigkeiten und das war mein Vater und dann meine Mutter und dann war das mein Lehrer und ich hatte nicht diese Situation und ach, wie bin ich ein armes Kind gewesen. Das ist Interpretation. Textinterpretation ist ein wesentlicher Teil der Sprache. Und wenn du es nicht mit dem Geist Gottes interpretierst, kannst du sehr schnell Schiffbruch erleiden. Was hätte Josef nicht alles tun können mit seinen Brüdern? Er hätte können den Stamm Jakobs ausradieren. Wenn ein normaler Mensch gewesen wäre, hätte er alle Brüder umgebracht. Aber er hatte die Sicht Gottes. Er sagt, ihr habt es böse gemeint. Gott hat es gut gemeint. Das war seine Interpretation. Und er ließ seine Interpretation von Gott. Er ließ nicht zu, dass der Feind mit der Interpretation kam. Ja, ich habe zu viel Böses angetan. Ich werde noch mit jedem Einzelnen von euch reden. Es gibt Konsequenzen mit dem, was ihr gemacht habt. Nein. Gott gab einen Satz, ihr habt es böse gemeint. Die Übersetzung ist ein Satz, Gott hat es gut gemeint. Oh, Glorias. Wir brauchen ein Herz mit dem Geist Gottes, damit wir richtig interpretieren, was in unserem Leben geschieht. Damit wir nicht zulassen, dass Ängste, dass Befangenheit, dass Depressionen, dass Hoffnungslosigkeit in unserem Leben kommen. Und die Bibel berichtet uns von dieser Frau. Und ich bin begeistert, wenn ich sehe, wie Gott es führt in Christus Jesus. Diese Frau, die Bibel sagt, inzwischen kamen die Jünger. Und die Bibel sagt, und die Frau ließ ihr Krug stehen. Sie sagt, Jesus, gib mir von diesem Wasser. Und er hat es ihr gegeben. Jetzt brauchte sie nicht mehr diesen Krug. Jetzt hatte sie lebendiges Wasser. Und sie geht in Samaria und sagt, kommt und seht. Das ist einer, der hat gesagt, was ich gemacht habe, ob er nicht der Christus ist. Und die ganze Stadt kommt zu Jesus. Und sie bitten ihn, noch ein paar Tage zu bleiben. Und er bleibt und die ganze Stadt bekehrt sich. Oh Geschwister, eine Person in Depression und Hoffnungslosigkeit, die Jesus kennengelernt hat, die anfangs komplexe Minderwertigkeiten, auf einmal tritt sie auf in einem Selbstbewusstsein und sie war ja bekannt im Dorf, jeder Mann kannte ihren, diese Depression. Auf einmal strahlt sie und sie hat bestimmt ein Lächeln und sie kommt mit einer Begeisterung und Mut, die kommt sie voran. Die Menschen schauen an und ich denke nach ihr Verhaltensmuster, müssen sagen, da muss was geschehen sein. Ich erinnere die Geschichte von einem Mann, er war ein Trinker, eine Familie, er war sehr zornanfällig zu Hause, wenn er getrunken hat, er hat alles zerstört, Möbel, immer wieder alles kaputtgeschlagen. Und eines Tages ist Jesus hineingekommen in sein Leben. Und seine alte Kumpel kamen eines Tages zu ihm und sagten, glaubst du nicht von dieses Märchen von Jesus, dieses Wein in Wasser in Wein verwandeln?
Sagt, ich weiß nichts von was ein Wein verwandelt. Aber bei mir zu Hause hat er Bier in Möbel verwandelt. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir zulassen, dass Gott in unserem Leben hineinkommt, geschieht eine Veränderung. Aber diese Männer der Stadt, die können sich nicht ganz ändern. Die Bibel sagt, die Jünger, sie kommen zurück und sagen, Rabbi, iss. Er aber sagt, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Da fragen die Jünger, hat jemand etwas Essen gebracht? Jesus sagt, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu vollenden. Er sagt, das, was ich hier tue, diese Frau von Gottes Liebe zu erzählen, das ist meine Speise. Wenn du Menschen zu Jesus bringst, hast du geistliche Speise, dann kriegst du Kraft. Dann bist du genährt. Und ich denke, wir manchmal sind so wie diese Jünger. Wir haben keine Ahnung. Die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus und sie hatten keine Ahnung. Wo Jesus dann will zum Kreuz gehen, sagt Petrus, auf keinen Fall. Wo er stirbt, da verlassen sie ihn. Wo sie sagen, er ist auferstanden, glauben sie nicht. 3 Jahre mit Jesus und Kindergarten. So oft sind wir so, nicht wahr? In Vers 42 ist dann der Hammer. Und da kommen die Männer und sagen zu der Frau, wir glauben jetzt, aber nicht mehr aufgrund deiner Rede. Denn wir haben es selbst gehört und wissen. Einerseits erklären sie, Jesus ist der Herr. Aber irgendwie können sie es nicht lassen, diese Frau niederzumachen. Wir haben Jesus aufgenommen, aber will dir nichts ein, es hat nichts mit dir zu tun. Wenn sie nicht stark im Glauben war, ist sie wieder zurückgefallen. Wie oft vergessen wir? Vor einer Zeit kam mal eine Jugendliche zu mir und sagte, Pastor Tilde, ich wollte gerne mit dir reden und ich war ein bisschen beschäftigt. Sag ich gerne, sagt, ich will nur 2 Sätze sagen. Danke, dass du Jesus in meine Familie reingebracht hast. Das ist wunderschön, unsere ganze Familie lebt jetzt mit Jesus. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich bin schon lange im Dienst und bewusst hat noch nie jemand so mit mir geredet. Hast du dich schon mal bedankt bei der Person, die dich zu Jesus gebracht hat? Vielleicht auch so eine peinliche Frau, eine Person, die vielleicht sogar im Glauben abgestürzt wieder ist und die es nicht gepackt hat. Hast dich bei ihr bedankt? Diese Männer, sie haben Jesus bekommen durch diese Frau. Aber der Stolz in uns Menschen, er macht, dass wir nicht Danke sagen können. Dass wir es irgendwie immer möchten, Independence, wir möchten unser eigenes. Kein Mensch hat mir was zu sagen. Ich bin so, wie ich bin. Und diese Männer, obwohl sie Jesus bekommen haben, die ganze Stadt wurde transformiert. Aber ihre Vorurteile, diese Frau gegenüber, konnten sie nicht siegen. Sie hatten Grund, die dankbarsten Menschen zu sein, sie als Gouverneurin einzusetzen. Aber stattdessen sagen sie, es geht nicht um das, was du gesagt hast. Die Menschen versuchen, dich immer wieder fertig zu machen. Aber Jesus kommt, Hoffnung für Hoffnungslose. Und ich bin begeistert, dass, was Jesus mit dieser Frau macht. Und am Ende sagen sie, wir wissen, dass dieser wahrhaftig Christus der Heiland der Welt ist. Vielleicht wissen Sie es noch nicht. Haben so viel darüber gehört, haben wenig erfahren. Geht es vielleicht so wie diese Frau? Es sind sehr viele, die reden über Jesus, aber ihre Verhaltensmuster der Frau gegenüber ist alles andere als christlich. Viele Menschen haben so viele Christen gesehen, wo Christus nicht drinnen war. Und hauptsächlich oft wir als Gemeindeleiter, wir sind so leicht mit Finger zu zeigen, Schuld aufzuwenden. Wir kennen nicht die Vergangenheit, wir kennen nicht die Not, wir kennen nicht die Wunden. Wir wissen nicht, wie sie blutet in ihrem Herz. Und wir kommen mit Antworten der Verdammnis. Jesus sagt, schöne Antwort, du hast die Wahrheit gesagt. Die Menschen brauchen Worte der Ermutigung, Worte der Kraft, Worte der Liebe, Worte, die vom Thron der Gnade kommen, Worte der Barmherzigkeit, damit sie wiederhergestellt werden. Jesus kam und brach Hoffnung für Hoffnungslose. Und oft sind wir diejenigen, die Menschen hoffnungslos machen, weil wir ihnen die ganzen Regeln zitieren, wie sie im Himmel reinkommen können. Erklärt ihnen ganz klar, dass sie müssen sich verändern, wenn sie Jesus aufnehmen wollen. Und die Bibel sagt ganz klar, du kannst kommen, wie du willst. Nimm Jesus auf und er wird dich verändern. Halleluja. Das Herr, ich möchte Kraft schenken in der Gnade Gottes, nicht diese Zärtlichkeit zu verlieren, diese Barmherzigkeit. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ich sehe immer, wie die Kinder lachen und sich freuen und begeistert sind.
Ja, das große Privileg, sehr viele Kinder als Enkel zu haben. Und wie viel haben wir davon verloren, nicht wahr? Wie viel haben wir von dieser Freude verloren? Wie viel von dieser Spontanität? Wie viel von dieser Liebe? Diese Abhängigkeit vom Vater. Wir wollen selbstständig sein. Möchten dem Vater zeigen, wie viel wir können. Aber das Liebste, was der Vater will, ist einfach, dass wir in seinen Armen sind. Die Bibel sagt, und Josef sagt, kommt näher zu mir. Umarmte sie, küsste sie und sie vereinte miteinander. Es geschah eine Versöhnung. Auf Deutsch gesagt, eine Vertöchterung. Gott möchte in deinem Leben eingreifen. Oft sind wir schon so lange mit Jesus und unser Herz ist oft verhärtet. Lass nicht zu, dass dein Herz fährt. Vielleicht ist heute der Tag, wo du anrufen kannst, jemand, der dich mal zu Jesus gebracht hat oder der vielleicht in deinem Leben so viel geholfen hat. Und wir vergessen es. Danke zu sagen ist nicht in Adam-DNA. In Adam-DNA ist, Forderungen zu stellen. Aber er hat die ganze Forderung am Kreuz, hat Jesus für uns erfüllt, damit wir leben und Leben in Fülle haben. Oh, Glorias. Amen. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Vater im Himmel, danke. Danke, danke, Herr, dass du so ein wunderbarer Vater bist. Dass deine Liebe so groß ist, Herr, und dass du uns genau kennst, Herr. Du weißt, wo wir stehen, was wir brauchen, Herr, und du gibst uns wieder Hoffnung. Hoffnung, Herr, dass wir leben können, dass wir leben mit dir. Herr, und ich bete einfach, Herr, dass wir diesen Glauben haben, diesen unerschütterlichen Glauben, dass wir wirklich von diesem lebendigen Wasser trinken möchten, dass wir verändert werden und dass unser Verhalten es widerspiegelt, Herr, dass Jesus in unserem Herzen ist. Herr, dass wir Kinder Gottes sind. Herr, was für ein schönes Wort, Herr, und wir danken dir. Aber Herr, dass wir nicht anklagend sind, dass wir nicht diskriminierend sind, sondern dass die Liebe Gottes in unserem Herzen ist. Herr, dass wir berührt werden von deiner Liebe. Du meinst es gut mit uns, auch wenn wir mal durch Schwierigkeiten oder Probleme gehen. Herr, du verwandelst das in Gutes, Herr. Du meinst es gut, Herr. Herr, vergib uns, wo wir so schnell unsere Seele, Herr, Raum lassen, wo wir Selbstmitleid haben, wo wir Anklagegeist so oft fördern. Herr, vergib es uns. Und erfüll uns neu mit deiner Liebe. Herr, füll uns neu mit Glauben, mit Hoffnung, mit Vertrauen. Herr, dass wir ganz nah bei dir sind. Wir haben dein Wort, wir haben deine Anleitung. Herr, und dass wir wissen, wir haben einen guten Gott, einen mächtigen Gott. Ein Gott, der für uns ist, ein Gott, der für uns streitet. Er lässt uns nicht alleine. Und unabhängig, in welcher Situation wir stecken, du siehst uns, du kennst uns und du weißt, wie es jedem Einzelnen geht. Du streckst deine Hand aus, Herr. Du gibst uns dieses lebendige Wasser, Herr, dass wir uns freuen können in dir, Herr. Wir sind nicht mehr abhängig von Umständen, Situationen, sondern wir gehen in dieser Kraft. Herr, und da, wo wir vorbeigehen, dass wir möchten wirklich ein Zeugnis, ein Segen sein. Herr, das ja, wo wir hintreten, Herr, heiliger Boden ist, dass wir wirklich diese Botschaft leben, dass die verändert. Herr, dass das zu sehen ist, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass wir geleitet werden von dir. Wir brauchen so dringend, Herr, wirklich deine Fülle, Herr. Dass wir nicht in unsere eigene Kraft gehen, in unseren eigenen Vorstellungen, sondern so, wie du es uns lehrst. Führ und leite jeden Einzelnen. Hast uns heute einen neuen Tag geschenkt. Wir danken dir dafür, für die Möglichkeit. Herr, und alles, was uns heute bevorsteht, verändere du es zum Guten, zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. In Jesu Namen. Amen.